Moin, moin, willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. Ja, ich möchte die Folge eigentlich beginnen mit einer kleinen Trauerveranstaltung für unsere drei verlorenen Kerbonauten aus dem letzten Livestream. Also, Killed in Action sind Bob, KP und Hedi, die sind leider beim Wiedereintritt draufgegangen, weil das Rückkehrrettungsmodul von Skylab nicht so stabil war, wie es hätte sein sollen. Das heißt, wir haben zurzeit noch 13 Leute bei uns im Raumfahrtprogramm. Ich hoffe, die Zahl bringt uns kein Unglück. Und wir müssen ja trotzdem gucken, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was sich erledigen lässt. Wir haben 60, sage ich schon, 86 Science-Punkte. Und worauf ich so ein bisschen spechte, um eigentlich jetzt so langsam in Richtung Duna zu kommen, ist die normalen Docking-Ports, damit wir beginnen können, uns ein vernünftiges Raumschiff dafür zusammenzubauen aus den einzelnen Teilen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Science machen und wir brauchen natürlich auch Kohle, weil das wird eine teure Mission, wenn wir das erste Mal nach Duna fliegen dann. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir so kriegen können. Zwei Touristen, Suborbital, Mond braucht man nicht. Space Around Minmus könnte man eigentlich mitnehmen. Da kommen wir sicherlich früher oder später mal dran vorbei. So, ist alles so Kleinkram. Drei Touristen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Also, die Überlegung war nämlich, mal eine Mission zu machen, mit der wir viele von den Piloten und Scientists und Engineers in Sonnenorbit bringen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Und wenn wir das jetzt natürlich mit den Touris kombinieren, dann sollte das relativ lohnend sein, weil wir damit tatsächlich auch noch Geld verdienen können. Okay, ich würde sagen, den nehmen wir mal mit. Und dann haben wir schon mal einen Auftrag. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den auch noch erfüllt bekommen. So, und zwar würde ich als Grundlage, ich habe den schon mal geladen gehabt, nehmen wir unseren Kerbal Explorer an. Den habe ich einen Hitchhiker Storage Container rangebaut, damit wir die Touristen damit reinbekommen. Jetzt heißt das dann natürlich wiederum im Umkehrschluss, dass wir ein bisschen mehr Gewicht haben, aber wir hatten treibstofftechnisch ja noch ein bisschen was übrig. Jetzt gucken wir mal, ob ich die Airbrakes schon habe. Die Airbrakes habe ich noch nicht. Das wäre für einen Wiedereintritt natürlich schön gewesen. Okay, ohne die Airbrakes muss es aber auch gehen, was wir jetzt einfach aus Sicherheitsgründen machen, weil ich habe keine Lust, dass wir nochmal Kerbals verlieren, ist uns ein paar zusätzliche Fallschirme daran bauen. Und zwar machen wir zwei Stück noch hier seitlich ran. Zack. So, dann haben wir die. Und wir machen uns noch einen Bremsfallschirm hier ran, dass wir die Kapsel auch schon mal vorher ein bisschen runterbremsen können. Ne, einer reicht uns da. So. Sobald wir halt aus dem Strom der Hitze hinaus sind. Gut, und dann können wir das nämlich aufteilen. Dann kommt einmal der hier hin und das andere da an. Ansonsten war die Rakete ja prinzipiell nicht falsch. Die hat gut funktioniert. Und jetzt packen wir die einfach mal voll. Ach so, was wir noch gucken können ist. Was haben wir denn hier alles mit? Wir haben das Lab mit. Brauchen wir den ganzen Kram? Ich glaube, wir haben das ja prinzipiell. Sun. Space High over the Sun. Eva haben wir, Temperature Scan haben wir, können wir raus. Atmospheric Pressure Scan haben wir. Mystery Goo geht nochmal. Und Material Study geht auch nochmal. Das heißt, wir können uns zwei von den Sachen tatsächlich sparen. So, das ist nämlich, ach so, das ist nämlich das Thermometer und das ist das Pressmat-Barometer. So, die brauchen wir dann nicht. Zack. Und dann gucken wir mal, dass wir die Crew bestücken. Also, wir wollen natürlich Erfahrungspunkte für die Community-Leute sammeln. Jetzt gucken wir mal, wer ist unser Pilot mit der meisten Erfahrung? Pit war aber schon, glaube ich, ne? Pit war derjenige, der schon unterwegs war. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal Freaky rein, der war auch eine Weile nicht unterwegs.
Dann nehmen wir den Heptan, der ist kurz davor, und den Tobi. Weil die schaffen auf jeden Fall ein Level-Up damit, dass wir die auf Level 2 bekommen. Ja, und dann kommen drei Touristen rein. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo stehen wir jetzt mit dem Dings. Mit der momentanen Crew 53 Tage. Das sollte eigentlich für unser Vorhaben hinhauen. Wir brauchen so 5, 6 Tage, um in den Orbit zu bekommen. Wir brauchen vielleicht 2, 3 Tage, um wieder zurückzukommen. Und dann nochmal 6 Tage, um ranzukommen. Also da haben wir viel Puffer mit drin. Das heißt, wir könnten eigentlich sogar noch jemanden mitnehmen. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir könnten versuchen, noch den JP mit auszubilden, ne? Kommt, wir nehmen den JP noch mit. Sind wir bei 45 Tagen. Und damit sollten wir eigentlich ganz gut klarkommen. So, Rakete steht, Staging ist auch okay und ich würde sagen, wir starten dann einfach mal direkt in unser kleines Abenteuer in Richtung Sonnenumlaufbahn mit der Hoffnung, dass wir damit natürlich sowohl Kohle verdienen als auch noch ein bisschen Science einsammeln und ja, im Idealfall natürlich auch keinen umbringen. Das war nämlich ziemlich bitter, dass es passiert ist und das wollen wir nicht nochmal wiederholen. Wäre zumindest mein Anliegen. In diesem Sinne, startfrei und los geht's. Okay, wir sind auf den letzten Metern in Richtung Orbit. Also wir sind ein bisschen exzentrisch vom Orbit, aber das ist okay. Wir haben da jetzt ein bisschen Zeit, bis wir das gerade ziehen müssen. Solarpanels sind auch schon raus und wir haben noch ein bisschen Fuel in der letzten Stufe drin. Also man hat einen starken Unterschied zum letzten Mal gemerkt, durch die 2,5 Tonnen mehr mit dem Crew-Modul. Das hat es dann doch bisschen zäher gemacht insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher gucken wir mal, wie viel Delta wie wir jetzt gleich noch haben, aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich alles machbar sein. So, gucken wir, dass wir jetzt hier noch die 70 Kilometer sauber überschreiten und wir sind in einem Orbit. Okay, dann würde ich sagen, bereiten wir den Exit vor. Und jetzt gucken wir mal, wir wollen in die Flugrichtung gehen. Also in diese Richtung. Guck mal, unser Donasat ist auch schon ganz schön weit gekommen. Und jetzt wäre natürlich schön, wenn wir am Minmus vorbeikämen. Können aber auch einfach am Minmus vorbei einen Swing machen, einfach weil wir es können, richtig? So. Wo ist denn der Minmus gerade? Da hinten. Gut. Set as Target. Schwupp. Und wir wollen da raus. Das dauert wahrscheinlich eh einen Moment lang. Ich würde mal sagen, hier ist ein guter Punkt, um es zu versuchen. Mal gucken, wie der Freaky das geschätzt hat. Ja, gar nicht schlecht. Jetzt ist es nur zu hoch. Zu hoch ist es. Kriegen wir das irgendwie gedreht? Nee. Jetzt kriegen wir das nicht gedreht. So. Hier auf der gleichen Ebene. Das werden wir was hier probieren.
passt. Na, das wird so nix. Treffen wir ihn halt nicht ganz, ne? Na gut, dann machen wir es erstmal ohne den Swingball. Vielleicht kriegen wir den Nimbus noch auf dem Rückweg hin. So, und wenn wir so rausswingen, dann ist das nicht allzu weit ab von der Bahn. Okay, ich guck mal, dass wir das noch auf ein Minimum zurückführen. Dass wir so wenig Sprit wie möglich für den Left machen. Also für das Verlassen des Systems. Des Planetensystems. Okay. Das spart uns nochmal ein bisschen Delta V. 900 und ein bisschen. 276 haben wir noch in dieser Stufe drin. Okay, dann würde ich sagen, drehen wir uns schon mal in Richtung unseres Austrittsfensters. Und dann heißt es Manöverfliegen. Ich würde sagen, wir nehmen uns dafür ein bisschen Zeit, damit wir es auf keinen Fall verpanken. Ja, und dann gucken wir mal, was unsere Crew da so zu sagen hat. Ach, ein bisschen was haben wir sogar schon erledigt. Guck mal. Also, wir haben schon den Orbit Around Kerbin complete. Wir haben Suborbital Spaceflight und Suborbital Spaceflight. Sehr schön. Also, ein bisschen was haben wir schon geschafft. Und jetzt müssen wir uns in die Richtung stabil halten. Auf das Manöver bitte. So. Komm schon. Ja, die Überlegung hinter der ganzen Mission heute ist halt einfach Geld in die Kasse zu spielen in Vorbereitung auf die Duna-Mission und die großen Dock, also die mittelgroßen Docking-Ports. Denn wenn wir nach Duna fliegen, brauchen wir wahrscheinlich ein modulares Raumschiff, das wir zusammenbauen müssen. Und das möchte ich halt gerne vorbereiten, aber dafür brauche ich ordentliche Docking-Ports mit den kleinen. Hält das einfach nicht. Wenn wir da einen Schub geben, dann wackelt und bricht uns das alles auseinander. Und ja, das ist nicht so das, was ich anstrebe. Ach, guck mal da, die verlassene Chaos. Da kommen wir jetzt sogar nochmal dran vorbei. So, hoffentlich kacheln wir da jetzt nicht volles Map noch rein. So, wir geben Gas für unser Beschleunigungsmanöver. Also, wir haben ein bisschen was zu tun an Beschleunigung, aber das wird mit der Stufe nicht mehr ganz klappen. Also, auf die nächste Stufe. Das ist dann quasi auch schon unsere letzte Stufe, mit der wir unterwegs sind. Das heißt, wir haben 1600 Delta V. Das müsste eigentlich reichen. Aber 1000 Delta V knapp zum Zurückkommen. Das müsste hinhauen. Das müsste alles hinhauen. So. Vollgas aus dem System raus. Wir gucken mal, wie weit wir schon sind. Also wir sind noch nicht mal am Mann vorbei bisher. Da müssen wir noch ein bisschen brennen. Hopp, 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 hopp. Also das ist ja auch der einfache Teil letzten Endes, dass wir das jetzt noch schaffen hier. Los. Los. Und wir sind noch nicht ganz raus. Los, komm. Jawohl. Zack, das sollte reichen für unsere Zwecke. Gut, wir sind auf einer Fluchtbahn. 12 Tage sogar. Uiuiui, da müssen wir noch ein bisschen aufpassen, ne, mit dem Essen. 45 Tage haben wir noch. Ja, Elektrizität sieht auch gut aus. Sehr schön. Gut, das heißt, wir sind unterwegs in Richtung solare Pläne. Also hier gibt es auch gibt's hier was zu tun. Den haben wir schon. Genau, zeig uns mal das, was wir noch nicht haben. Mystery Goo Observation und Material Studies. Die nehmen wir jetzt auch mal mit. Weil wir haben ja einen Scientist mit dabei. Das heißt, wir können die resetten. Zack. Keep Experiment. Das sind jetzt zwar natürlich nur alles so Kleinigkeiten. Aber die Menge macht es dann hoffentlich. Jetzt muss ich mal überlegen, wer ist denn unser Wissenschaftler? Ich glaube Tobi, oder? Es steht endlich mal mittlerweile mit dabei. Scientist, genau das wollte ich haben. Sehr schön. Also, Tobi macht eine kurze Eva. Schnappt sich
die Wissenschaftsdaten, die wir noch einfahren können. Denn damit haben wir dann zumindest schon mal ein bisschen was noch reingeholt. So. Na komm. Collect Data, Remove Data und Restore. So, und das gleiche Spiel hier. Collect Data, Remove Data und Restore. Gut, Module Operational again. Gut. Hast du gut gemacht, Tobi. Kriegst einen Snack, wenn du wieder drin bist. Aber nicht zu viel essen, weil wir brauchen noch was für unterwegs. So. Zack. Und wir gehen wieder rein. Und dann würde ich sagen, Zeitraffer an und wir bewegen uns in Richtung Solarorbit. Das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, weil, naja, das dauert einen Moment, ne? Didum, 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 didum. So, ab jetzt wird die Kacke nach draußen geschaufelt. Also wir haben noch 1033 Delta V, um zurückzukommen. Das heißt, wir sollten jetzt einfach gucken, dass wir da unseren Kram draußen schnell erledigen. Und dann sollte das eigentlich alles kein Problem darstellen. So, Kerbin Escape und wir sind raus. Sind wir raus? Jo, wir sind raus. Wir haben unseren Auftrag erledigt hier. Also, Orbit Around the Sun, Orbit Around the Sun, Fly by the Sun, alles drin. Das heißt, was unsere Aufträge mit den Touristen angeht, sind wir soweit safe, richtig? Genau, wir müssen die nur noch in einem Stück zurückbringen. Dann haben wir unsere Aufträge erledigt. Jetzt machen wir aber nochmal... da ist unser Raumschiff. Ich will gar nicht wissen, was das für ein schwarzer Block gerade war. Jetzt gucken wir nochmal, was es hier zu holen gibt. Wir können nochmal Mystery Goo und Dings machen. Das tun wir auch. Denn wir wollen das Maximum Mögliche rauskratzen. Wie gesagt, auch wenn das alles eher so Kleinigkeiten sind, das spart uns vielleicht später... Ja, nicht Close Open Doors, wir wollen Observen. So. Das spart uns vielleicht später wieder einen Flug. Und wir werden auch nochmal, ich versuche zumindest daran zu denken, das Ganze mit Tobi machen, wenn wir im Space High Over Kerbin sind. Oder falls wir es schaffen, den Minmus zu treffen auf dem Rückweg. Weil wir hätten dafür noch einen Auftrag. Das gäbe noch so ein bisschen Bonus-Science, nenne ich es jetzt mal. Und dann kaspern wir hier aber nicht zu lange rum, denn mit jeder Minute, ja, die wir hier draußen unterwegs sind, kostet es uns mehr Treibstoff zurückzukommen. Collect Data, Remove Data, zack und Restore. Goodie, sehr schön. Alles klar. Das heißt, hier draußen sind wir fertig mit unserem Auftrag. Und ich hoffe mal, dass das für unsere Kerbals auch heißt, dass sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir es nach Kerbin zurückschaffen. So, wir sind vor Kerbin. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir wollen wieder... Wo ist denn Kerbin jetzt nicht mehr zu sehen? Irgendwie ist die Map gerade kaputt, oder? Buggeplagte 112. So, ich gehe jetzt einmal kurz über die Tracking Station. Tracking Station. Kerbal Explorer. Jawohl. Eigentlich wäre es die 2 gewesen, ne? Wir müssen dringend den Namen ändern. Das funktioniert ja so gar nicht. Das ist doch die Kerbal Explorer 2. Mann, 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 Mann. So. Gut, ich hoffe, wir können jetzt ordentlichen Kurs setzen wieder nach Kerbin. Warum nicht? Warum nicht? Das ist doch doof. Ja, und ich möchte gerne... Z-Target. Hervorragend. Das geht ja, wenn man will. So. Dann brauchen wir ein kleines Manöverchen.
nicht in einem Jahr, sondern eher so in ein paar Minuten. Klingt gut. Goody. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir unseren geliebten Planeten wieder reinbekommen. Das sieht doch gut aus. 200 Delta V und wir haben einen Kerbin Encounter in 45 Minuten. Ich gucke mal, ob wir das noch ein bisschen fuel-effizienter gestalten können, indem wir einfach nur bremsen. Ah, das ist deutlich weiter draußen. Und wir sind 17 Tage ist okay. Das können wir dann noch beschleunigen, sobald wir in der Einflusssphäre sind. Guti, dann heißt das jetzt für uns auf Kurs gehen. Denn wir sind gleich bei unserem Manöver in 10 Minuten. Und dann bremsen wir uns mal wieder nach Kerbin rein und sehen zu, dass wir eine saubere Landung hinbringen, würde ich sagen. Denn wir wollen ja, dass unsere Kerbals diesmal nicht alle draufgehen. Ne? Das war zumindest so der Plan, wie ich ihn verstanden habe. Und den wollen wir natürlich auch sehr, sehr gerne umsetzen. So. Gut, einmal reingebrannt. Und wir sollten einen Kontakt haben, oder? Also die Map ist heute ganz komisch. Unser Kontakt ist in 50 Minuten. Sehr schön. Gut, und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann mal, ob das mit der Landung auch so hinhaut, wie wir uns das ausgedacht haben, und wir die Touris und die Kerbals in einem Stück zurückbringen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.